So gut, näher, weiter. So, also jetzt nehmen wir auf, ja? Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Hallo. Hallo. Stellst du dich kurz vor? Ja, das mache ich gerne. Also ich heiße Petra Paola Cocelli. Ja. Ich bin 74 Jahre jung. You keep saying you got something for me. Ich bin 74 Jahre jung, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich finde es super mäßig, dass es keine Altersgrenze mehr gibt. In meinem Leben ist die Musik ein sehr großer Bestandteil. Ich habe schon früh damit angefangen. Es war ja immer so, dass mein größter Wunsch war, in der Rudi Carrell Show mal aufzutreten. Und ich hatte Glück und ich habe es geschafft. Und habe dann das goldene Mikrofon gewonnen. Und inzwischen mache ich auch meine eigenen Songs. Die kreiere ich zusammen mit meinem Ehemann. Und wo ist der? Ah, da ist er. Wir sind schon seit über 40 Jahren zusammen. Und er hat mich in allen Shows begleitet. Und wir machen zusammen Musik. Das heißt also, ich singe, ich komponiere, ich schreibe meine Texte und meine Lieder selber. Und er macht die ganze Technik. Wie lieb von ihm. Ihr seid ein süßes Team. Also mir geht es darum, diese Faszination noch mal zu spüren, im Fernsehen aufzutreten. Ich liebe es so, für Fernsehauftritte zu agieren. Darum bin ich gerne hier. Damals habe ich ja schon Rudi Carrell überzeugen können. Und diesmal hoffe ich, dass ich auch Dieter überzeugen kann. Was singst du für uns? Ich singe Sometimes When We Touch. Ich habe mich letzte Woche erkältet. Oh. Und das ist noch nicht richtig wieder weg. Und deshalb... Versuche alles. Ja, genau. Ja. Ne, damit Hauptsache die Gefühle stimmen. Okay. Ja, es geht nur um Gefühle. Ja, du nimm das Mikro raus sonst. Nee. Ja. Also ein bisschen hoch, oder? Bisschen, ja, genau so. Ja. Ja? Ja, einfach. So ist super. So? Ja. Okay. You ask me if I love you. I joke on my reply. I'd rather hold you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you for what you say or do when I'm only just beginning? Ja, die Stimme ist untergegangen seit einer Woche an Grippe, weil sie kann hoch gehen und bunter. Das ist eine Nummer, Alter. Die hat mal einer gesungen in Amerika. Da bist du durch die Decke, du. Das ist so eine geile Nummer. Ja, sie fühlt das schon. Ja. Ja, die fühlt das voll, du. I wanna hold you till the fear in me subsides. Okay. Ich finde, pass auf, Nummer 1. Der Titel! Ja? Das ist eine Komposition. Schön, dass jemand wie Sie so vor uns steht und die Stimme so groß zeigt und den Mut hat, auch herzukommen, gerade jetzt, wo die Altersgrenzen gesprengt wurden. Und es ist richtig, richtig schön zu hören und zu sehen. Dankeschön. Ja, ich fand es auch wunderschön und man hat gemerkt, dass sie auf jeden Fall viel Erfahrung haben. Ich finde, das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Also mich hat es erreicht und das ist ein ganz klares Ja. Vielen Dank. Und du singst wie ein Wahnsinn. Oh. Du hast das Herz am richten Fleck. Hätte ich die Augen zugemacht, ich hätte gedacht, du bist 18.
sind wir jetzt ein bisschen übertrieben. Aber du stehst deine Frau. Ja. Toll, du hast es auf ihr rausgelassen, du hast das Gefühl. Und weißt du, was ich auch geil fand? Ja. Hast mein Herz berührt. Boah, ich habe Angst gehabt. Ja, deshalb hast du von Beatrice und ein engelhaftes von Loredana Jahr. Und von Pietro, wow. Und von Dieter. Oh, oh. Vier tolle Jahre. Wahnsinn. Hey, Sarah. Vielen, vielen Dank, Petra. Danke, ich freue mich. Danke, Petra. Tschüss. 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 Mensch, das ist super gelaufen. Ich habe viermal Ja gekriegt. What will be, will und dann haben die alle vier nur. Wow. Sarah, Sarah.